Mein Vater war, ist vorm Spiel schon zusammengebrochen, als wir uns aufgewärmt haben. Und ist von Fans, sowohl Duisburger als auch Kölner Fans, ist direkt hingelegt worden. Es sind direkt Sanitäter gekommen, die ihn dann hochgezogen haben und oben wiederbelebt haben. Es war eine Ärztin dabei. Und wenn das alles nicht so geklappt hätte, dann wäre es, glaube ich, nicht möglich gewesen, dass wir jetzt in der Situation sind, wo wir guter Dinge sind und Hoffnung haben. Ist dann auch direkt ins naheliegende Krankenhaus gekommen. Da ist auch super gearbeitet worden. Und ich möchte mich bei all denen, die das auch in die Wege geleitet haben, dass wir als Familie heute noch die Chance haben, unseren Vater oder meinen Vater zu erhalten, bedanken. Das war großartig. Die Anteilnahme von den Leuten auch großartig. So ein Herzinfarkt gibt es zwei Möglichkeiten zu überstehen: im Flughafen oder im Stadion. Also auch das ist eine Sache, wo der Fußball uns auch das Glück irgendwo zur Seite gestanden hat. Und deswegen ist es auch für mich ganz selbstverständlich, weil ich weiß, dass mein Papa das gewollt hätte, dass ich hier sitze und dass ich die Mannschaft auf das Spiel gegen HSV vorbereite.